Wie aber verstanden die Menschen des Mittelalters ihre Zeit? Die Menschen ab 1000 und besonders aber im Spätmittelalter lebten im Bewusstsein, dass das Ende der Welt nahe sei. Sie befinden sich ihrem Verständnis nach im vierten und letzten der großen Weltreiche, im sechsten und letzten geschichtlichen Weltzeitalter. Die Antike kannte vier metallische Zeitalter: Goldenes, Silbernes, Ehrenes, also Bronzenes und Eisernes. Ovid hat diese Zeitalter in seinen Metamorphosen beschrieben. Aurea, prima, sataste, tasque, vindice, nullo. Sponte sua sine lege fidem rectumque colevat. Buena metusqua verant ne querba minantia fixo. Ere legebantur nec supplex turba timebat. Judicis ora sui, sederant sine vindice tuti. Im Umfeld der Bibel setzte sich die Annahme von anderen Weltaltern durch. Die Weissagung des Elias prophezeiten 2000 Jahre vor dem Gesetz, also vor Mose, 2000 Jahre unter dem Gesetz, also mit den 10 Geboten, an dessen Ende dann der Messias kommt. Darauf folgen dann 2000 Jahre unter dem Messias. Das bedeutet, die Welt besteht insgesamt nur 6000 Jahre lang. Das korrespondiert auch mit dem Buch Genesis der Bibel, mit der darin enthaltenen Weltschöpfung. Am siebten Tag, am Samstag, am Sabbat, ruht Gott bekanntlich. 6 Tage vorher hat er die Welt erschaffen. Die Verbindung zwischen diesen beiden Aussagen ergibt sich aus dem 90. Psalm. Der 90. Psalm besagt: 1000 Jahre sind vor dir wie ein Tag. Und mit diesen Hilfsmitteln, die in der Bibel überliefert sind, war es auch möglich, die Erschaffung der Welt zu errechnen. Allerdings kamen die diversen Rechner zu unterschiedlichen Ergebnissen, denn die Bibel hält sich hier nicht immer so exakt an Jahreszahlen. So finden sich also Berechnungen, die die Weltschöpfung zwischen 6024 und 3761 vor Christi Geburt festsetzt. So gilt dann zum Beispiel im byzantinischen Raum und damit im orthodoxen Raum der 1. September 5509 als erster Schöpfungstag. In der jüdischen Tradition ist es dann der 7. Oktober 3761 vor Christi Geburt. Umgekehrt gilt das natürlich dann auch für das Ende der Welt, freilich wieder mit unterschiedlichen Ergebnissen. Für das Jahr 1000 heißt das also, dass es durchaus reale Ängste gegeben hat, ob das Ende der Welt nah ist. Wir haben allerdings für das Jahr 2000 dann, wo auch wieder ein markantes Datum gewesen wäre, jetzt keinen realen Weltuntergang erwartet. Vielmehr hat man erwartet, dass der sogenannte Millennium Bug eintreten wird, also das Jahr 2000 Problem durch die Umstellung der Jahreszahl. In christlicher Zeit erfolgte dann noch eine Verfeinerung der Weltalter in Millennien. Zentral ist dabei der Zeitraum der tausendjährigen Herrschaft Christi auf Erden. Die Offenbarung des Johannes gibt den Schlüssel dazu. Christus werde den Satan für 1000 Jahre binden und danach kommt das jüngste Gericht auf die Menschheit zu.
Das heißt, wir haben das Weltende mitten im Mittelalter mit dem Jahr 1000. Schlussendlich blieb das Christentum aber nicht bei so einer starren Jahrtausendregel, sondern man nahm bedeutende Ereignisse als Schnittpunkte heran. Der Kirchenvater Augustinus schlug schon in der Antike, in der Spätantike, andere Einteilungen vor. So sollten nach Augustinus die Sintflut, die Verheißung an Abraham, König David, babylonische Gefangenschaft und Christus als Eckpunkte dienen, um die Zeit einzuteilen. Augustinus war es auch, der diese Verbindung, diese markanten Punkte, Sintflut, Verheißung an Abraham, König David, babylonische Gefangenschaft und Christus mit dem Konzept verglich der Lebensalter. Das heißt, man hat hier eine Kindheit, eine Infantia, ein Knabenalter, eine Puerizia, ein Heranwachsen, Adolescentia, eine Jugend, Juventus. Es folgt das Erwachsenenalter, Gravitas, bis das Alter selbst erreicht ist, Senectas. Ebenfalls aus der Bibel ergibt sich die Lehre von den vier Weltreichen. Daniel deutet im Alten Testament König Nebukadnezar einen Traum. Dieser König Nebukadnezar sah in seinem Traum ein Haupt aus feinstem Gold. Er sah die Brust und die Arme aus Silber. Er sah den Bauch und die Lenden aus Bronze. Die Schenkel und Teile der Füße waren aus Eisen gebildet und der Rest war aus Ton. Und dieses Bild, dieser Traum des Nebukadnezar wurde von einem Stein zerstört und dann noch von einem Wind verweht. Der Stein hingegen wurde zu einem großen Berg, der die Erde füllte. Daniel setzte das goldene Haupt mit Nebukadnezar gleich. Danach verfällt die Welt. Die Füße aus Eisen und Ton stehen schließlich für ein geteiltes Weltreich, stark wie Eisen, zerbrechlich wie Ton. Damit korrespondiert ein Traum Daniels selbst. Darin sah er vier eigenartige Tiere, die ebenfalls für Königreiche stehen. Und daraus wurde schlussendlich die auch im Mittelalter maßgebliche Einteilung der Weltgeschichte in Weltreiche, nämlich Babylonien, Persien, das Alexanderreich und Rom.